Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Seit ein paar Folgen sind wir daran, uns Richtung den Wissenschaftspaketen für Logistik zu arbeiten. Und wenn wir anschauen, was für Rohmaterialien wir da benötigen, dann sehen wir alles, was uns jetzt noch fehlt, was wir noch nicht produzieren oder produzieren könnten. Ist Aluminium, und für Aluminium, das ist ein zweiteiliger Schritt. Da brauchen wir zuerst Aluminia, und Aluminia, das müsste auch hier irgendwo sein, da brauchen wir Sodiumhydroxid. Darum denke ich, machen wir heute eine Fabrik für Sodiumhydroxid. Das werden wir auch noch für andere Dinge brauchen. Wir brauchen es auch für Forschungen. Und ich habe das Gefühl, unser Setup, was wir hier unten haben, das ist nicht wirklich ausreichend auf lange Sicht. Und dann können wir aus Bauxit und ein paar anderen Dingen Aluminium herstellen. Was wir auch uns anschauen müssen, ist die Schwefelsäure. Denn diese Tanks sind konstant voll und dieser hier ist konstant leer. Und was ich inzwischen herausgefunden habe, das Verhältnis hier von diesen Maschinen zu diesen, das passt ungefähr. Aber hier, da haben wir zwei Maschinen und eine würde eigentlich reichen, und ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Schwefelsäure. Darum werden wir uns überlegen, was wir da machen können. Aber eins nach dem anderen, zuerst die Sodiumhydroxidverarbeitung, und das machen wir hier oben. Im Norden von unserer Bahnlinie. Irgendwo hier. Ja, da ist ein guter Platz. Ich möchte es nicht unbedingt gegenüber unserer Kupferverarbeitung machen, denn da haben wir potenziell viel Verkehr mit all den Abzweigungen. Wenn wir das hier oder vielleicht sogar hierhin machen, dann gehen wir dem Ganzen aus dem Weg. Gut, dann ich werde da mal ein paar Fabriken hinplatzieren, und dann werden wir sehen, wie das so rauskommt und funktioniert. Wie ihr sehen könnt, beladen wir bereits einen Zug mit Sodiumhydroxid, und die Fabrik ist nicht wirklich so kompliziert. Wir haben hier eine ganze Reihe von Elektrolysern und die Nebenprodukte wie Wasserstoff und Chlor, die blasen wir einfach in die Luft, und hier oben produzieren wir etwas Salz aus Wasser und etwas H2O, ebenfalls aus Wasser. H2O könnten wir grundsätzlich auch direkt aus diesen Feldern ziehen, aber die sind begrenzt, und zumindest im Moment ist Strom kein Problem für uns. Wir brauchen etwas, vielleicht so 15% von unserer Kapazität. Da können wir doch recht großzügig sein mit der Energie, die wir verbrauchen. Nun, das war das erste Projekt. Das zweite ist dann effektiv die Mine bei unserem Aluminium oder mit bei unserem Bauxitfeld hier drüben, und
Was wir hier abholen müssen, ist Aluminium, aber auch Aluminium, das brauchen wir für einen weiteren Schritt irgendwo in der Verarbeitung, darum sehen wir das schon vor. Und wir müssen Sodiumhydroxid anliefern, wir müssen Kohle anliefern, damit wir Carbon herstellen können. Und dann haben wir alles, um das hier zu fertigen. Das heißt, zwei Abholbahnhöfe und zwei Anlieferungsbahnhöfe. Sollte nicht wirklich eine große Hexerei sein. Wir haben Ähnliches schon diverse Male gemacht. Mehr oder weniger erfolgreich. Gut. Ich werde auch diese Fabrik mit Mine hier mal hinstellen und dann werden wir wiederum sehen, wie wir das denn so hinbekommen haben. Das Abbaufeld für Bauxit ist fertiggestellt und da wir hier oben auch ein Kohlefeld haben, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht einfacher, wir schließen das auch an, dann müssen wir keine Kohle für Carbon anliefern und wir können die Kohle dazu verwenden, die Züge zu befeuern, die nicht über unseren Hauptbahnhof laufen. Das heißt, der nächste Schritt wird sein, hier die Verarbeitung für Carbon anzuschließen, sollte effektiv keine große Sache sein. Sofern wir die Röhren haben. Pumpe. Yep. Da brauchen wir ein Zwischenstück. Machen wir das doch so und dann können wir das so machen. Und dann haben wir hier den Carbon bereits abgehakt. Dann der nächste Schritt ist Aluminium. Das machen wir aus Sodiumhydroxid und dem Erz. Dafür brauchen wir auch wieder ein paar Maschinen, ein paar Öfen. Machen wir das doch so, dass wir und dann hier mal lang, wobei hier ist wahrscheinlich von der anderen Richtung und dann Ausgang diese Richtung. Dann kopieren wir das Ganze und hier wollen wir dann kurz knicken, damit wir eine schöne Verteilung auf dem Band hinbekommen.
hier tut's auch ein kleiner. Und wir brauchen im Prinzip nur 8. Aber wir machen 4 mehr hin. Denn wir wollen... Wir brauchen etwas Überschuss an Aluminium. Das wir dann irgendwann auch abtransportieren müssen. Machen wir hier die beiden Ausgänge. Und dann kommt hier Bauxit auf. Gut, dann haben wir hier Strom. Und dann der letzte Bestandteil. Aluminium aus Aluminia und Carbon. Das machen wir in den Elektrolysern, von denen ich keine habe. Wieder mal schlecht vorbereitet. Aber ich besorge die mal rasch, baue das Ganze auf und dann fehlen uns am Schluss nur noch die Bahnhöfe für Anlieferung und Abholung. Was ich in der Zwischenzeit auch festgestellt habe, ist, hier unten haben wir ein Problem, denn wir produzieren kein Kobaltoxid mehr, weil Kupfer vollgelaufen ist. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass wir vielleicht unsere Kupferverarbeitung nicht primär direkt so machen sollten, sondern quasi diese Verarbeitung uns anschauen, wo wir dann eben auch Kobaltoxid rausbekommen, was wir brauchen werden. Denn für den blauen Tier der Förderbänder und Knickarme brauchen wir Kobaltstahl. Gut, aber ich besorge mir erstmal die fehlenden Ingredienzien, um hier fertig zu bauen. Und dann können wir uns um Kupfer, Kobalt und Schwefelsäure kümmern, sobald wir Aluminium fertig gebaut haben. Hier oben sind wir fertig mit der Aluminiumverarbeitung und wie ihr sehen könnt, produzieren wir bereits. Wir haben genügend Aluminium, was da rauskommt. Genügend, ein volles Band jedenfalls. Und wir haben etwas Überschuss an Aluminium. Wahrscheinlich nicht wirklich genug, um da den nächsten Schritt zu machen, denn ich denke, da fehlt es uns wirklich an dem Durchsatz auf den Fließbändern, denn hier sind nur etwas mehr als die Hälfte der Öfen am Laufen. Aber Aluminium ist nicht etwas, was wir vorderhand benötigen. Aber was wir benötigen, ist Kobaltdioxid. Und das ist hier ein Problem, denn dieses Setup produziert zu viel Kupfer und zu wenig Kobaltdioxid. Und daher müssen wir das mal umbauen und möglicherweise
glaube, das Verhältnis hier, das stimmt so. Aber wir müssen uns da was überlegen, was wir vorderhand mal machen können, ist wir werden hier einfach mal einen Waggon mit Kupfer zerstören. Ich hoffe zumindest, dass ich genügend Munition habe dafür. Wahrscheinlich nicht. Dann versuchen wir es hier. Ja. Die Kisten, die lassen sich einfacher zerstören. Und dann könnten wir die ersetzen, wenn wir Stahlkisten hätten. Gut, ich mache das später. Und unser letztes Projekt für heute ist die Schwefelsäureverarbeitung. Und was ich mir da gedacht habe, ist, wenn wir hier, wir haben sie hier unten initial hingepackt, weil wir Schwefeldioxid aus der Raffinerie rausbekommen haben, und anfänglich war das unsere einzige Quelle. Aber inzwischen haben wir weitere Quellen, nämlich hier drüben, wo wir einiges produzieren, und drum denke ich, machen wir vielleicht hier auf dieser Seite eine Schwefelsäureverarbeitung hin, und dann können wir die Schwefelsäure hier hin liefern, und wir lassen diese Fabrik einfach hier, um das Schwefeldioxid, das wir hier rausbekommen, auch noch zu verarbeiten. Aber dann haben wir eigentlich mehr Flexibilität und müssen eigentlich nicht mehr diese Raffinerien mit diesem Rezept haben, sondern wir könnten sagen, okay, entweder produziert noch Schwefel wie diese hier, oder macht nur Schweröl, Leichtöl und Flüssiggas, so wie diese hier. Und wir werden dann hier Schwefelsäure anliefern, anstatt abholen, und hier drüben werden wir einen Bahnhof haben für die Abholung. Gut, das heißt, wir müssen da mal was planen, damit wir das Ganze hinbekommen, und da dann auch die richtigen Verhältnisse haben, und wir wollen sicherstellen, dass wir auch Schwefelsäure in ausreichender Menge herstellen. Gut, ich muss da mal schauen, dass ich die notwendigen Dinge mir besorge, und dann können wir mal sehen, wie das Ganze aussehen soll, wenn ich denke, ich beginne mit der Planung der Bahnhöfe, denn wir haben da schon Gleise liegen, das heißt, wir müssen da irgendwo abzweigen und dann wieder rauf, und
Ich denke, wir brauchen einen Abholbahnhof für Schwefelsäure. Und dann möglicherweise eine Anlieferung für Schwefeldioxid und vielleicht auch Schwefelwasserstoff. Aber das heißt drei Bahnhöfe und ich denke, wir können das hier den Ausgang bei den Kreiseln machen. Das könnte gut funktionieren. Die Industrieanlage hier für Schwefelsäure ist etwas groß, insbesondere damit wir die nötige Menge an Wasserstoffperoxid produzieren können. Aber was mir besonders gefällt, ist dieses Design. Wenn wir keine Feststoffe in die Maschinen reinpacken müssen, können wir die so versetzt mit zwei Teils Space anordnen und dann ist das Ganze kompakt und dennoch teilable. Und das habe ich dann auch hier hinten anwenden können. Und alles, was uns jetzt effektiv noch fehlt, ist hier Schwefeldioxid und dann produzieren wir auch hier Schwefelsäure. Und ich denke, dafür werde ich mal diesen Bahnhof deaktivieren. Wir setzen einfach hier den auf 0. Und wenn wir jetzt den Zug da umleiten, dann sollte der hier ankommen. Da haben wir die Anlieferung für Schwefelwasserstoff. Falls wir das irgendwann mal haben, können wir das auch hier verarbeiten. Und hier haben wir den Abholbahnhof für Schwefelsäure. Und da haben wir Schwefelsäure drin. Sehr gut. Das heißt dann, was ich jetzt noch machen muss, ist zu unserer Raffinerie rübergehen und den Bahnhof für Schwefelsäure umbauen, sodass der Schwefelsäure akzeptiert, anstatt liefert. Denn das, was wir da unten haben an Schwefelsäure, das wird wahrscheinlich nicht allzu weit reichen, um die Versorgung sicherzustellen. Und darum haben wir ja auch explizit hier diese neue Verarbeitung gemacht. Gut, das war's für heute. Und nächstes Mal können wir hoffentlich uns mal um die nächsten Wissenschaftspakete kümmern. Also, bis dann und tschüss!